heute bin ich hier mit Jürgen und mit Lara. Wir sind jetzt gerade am Rheinfall, Riefall, wie auch immer man das nennen möchte. So nah an der deutschen Grenze, dass ich schon das deutsche Netz habe. Warum auch immer. Heute frage ich die zwei mal ein bisschen schweizerdeutsche Wörter aus und gucke, ob sie mich verstehen. Wenn... nein. ja, viel Spaß dabei. Was ist mit im Dobu Unde gemeint? Könnte ich das bitte in einem Satz hören? Im Dobu Unde. Im Dobu Unde. Im Dobu. Im Dobu Unde. Im Dobu. 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 Keine Ahnung. Was könnte es denn sein? Gib mal einen Tipp. Es ist eine Beschreibung von einem Ort. Also, ja. Ja, eine Ortsangabe, ist mir schon klar. Dunkel unten. Keine Ahnung, das ist schon schwierig. Damit ist gemeint, zum Beispiel, wenn man sagt, so im Loch unten. Wenn du sagst, ja, ich bin auf dem Berg. Und dann das Tal eigentlich. So. Ah. In Dunkel unten. So. Ich kann auch einfach Tal sagen. Nein. Nimm Tal. Nein, es ist eben nicht, es ist nicht, das Tal ist ja nicht mehr das Dorf. Und das Dorf ist eigentlich eher so das, da wo halt keiner hingeht, so. Aha. Weißt du? Okay. Du Dobu. Hat nichts mit dem vorhergegangenen Wort zu tun. Das ist gemein, das hört sich fast genauso an. Ja, ja, aber es ist nicht das Gleiche. Du Dobu. Es ist eine Beleidigung, so als Tipp. Du. Dippel. Depp. Ja, ja. Blöd. Ja, du Dummkopf eigentlich. Dummkopf. Jürgen? Ja. Was ist Esfetzeli? Bitte? Esfetzeli. Was Obszönes? Nein. Gar nicht. Das ist ja das Lustige dran. Irgendein Körperteil vielleicht? Nein. Nicht? Nein. Gib mal ein Beispiel. Ich schreib's auf Esfetzeli. Stück Papier? Ja. Fetzen? Ja, genau. Ah. Super, Punkt für Jürgen. 100 Punkte. Liebe Lara, was ist Effif Lieber? Nochmal. Effif Lieber. Du hattest das vergangene Tage in der Hand. Hast es jetzt, glaube ich, sogar bei dir. Mein Handy? Nein. Nein. Fief Lieber. Hä? Fief Lieber? Fief könnte was heißen? Ja. Und Lieber kannst du nicht ableiten, aber mit 5 kannst du was machen vielleicht? Bezahlen. Ja, dann ist es was? 5. Ja, genau. So, das Geldstück, das Runde, dem sagen wir Fief Lieber. Aha. Aha, wieder was gelernt. Blöpperli. Was? Blöpperli. Mach einen Satz draus. Nein. Das ist zu einfach. Ein Löffel. Nein. Keine Ahnung, gib einen Tipp. Manchmal sagt man seinen Kindern, hör auf mit dem Strohhalm Blöberli zu machen. Blasen. Blasen. Blubberblasen. Blubberblasen. Blubberli. Sind Blubberblasen. Blubberblasen. Oh. Die Natur ist so schön. Gell, Lara? Ja. Was ist ein Finke? Nicht der Vogel, kein Finke. Okay. Ein Finke. Kann das auch überhaupt gar nicht ableiten? Nee, ja. Man benutzt es im Haus. Ich glaube, du hast es, glaube ich, sogar mitgenommen von zu Hause. Bin mir aber nicht sicher. Man zieht was aus, geht ins Haus und zieht das an. Hausschuhe? Ne? Ja! Jürgen. Ja, bitte. Was ist ein Glunke? Ah. Ein Glunke.
Schade. Klunker? Nein. Nicht? Gib mir mal einen Tipp. Nach dem Regnen gibt's das. Regenbogen? Ach, Pfütze. Ja. Ah. Was bedeutet Lesme? Beispiel bitte. Ja. Meine Oma lest mit. Leben. Was machen Omas oft? Sie kochen, backen. Weiter. Vielleicht kommt's gleich. Stricken, häkeln. Ja. Stricken. Ja. Ja. Ah. Jürgen? Ja. Was ist ein Tschüttibölle? Ein Tschüttibölle. Keine Ahnung. Lara, was ist ein Tschüttibölle? Ein Böller. Nein. Rakete. Nein. Nein, was nicht? Ist ein Tschüttibölle? Tschüttibölle. Gib mal einen Tipp. Die Deutschen können das sehr gut damit umgehen. Ach, wow, wir können alles gut. Okay, Video ist jetzt hier beendet. Nein. Tschüttibölle. Wurde schon ein paar Mal darin Weltmeister. Fußball? Ja. Echt? Ja, Tschutti Bölle ist der Ball. Ah. Bölle. Tschutti ist Fußball, also spielen, und ja. Bölle ist halt der Ball. Das war's dann auch mit dem Video, glaube ich. Werde ja auch nicht mehr scharf gestellt. Von dem her, ich verabschiede jetzt die zwei lieben Personen aus Deutschland. Das ist Lara, checkt ihren Instagram-Link in der Beschreibung. Das ist Jürgen, checkt seinen YouTube- und Instagram-Link in der Beschreibung. Und bis dann. Tschüss.